Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute Minifiguren-Packs öffnen. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Einmal 15 lilane, zwei gelbe, einmal Prinzessin Lea und einmal einen von Lego Marvel. Ich bin gespannt, was wir heute alles ziehen werden und ob wir die Sammlung, diese lilanen, komplett kriegen werden mit 15 Packs. Und uns gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn ihr so ein Minifiguren-Pack-Opening feiert. Und gerne die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das ist eine kleine Übersicht, welche Minifiguren es gibt. So, und jetzt fangen wir an mit der ersten Tüte. Wir sehen hier einen Dino. Die Viecher sind eigentlich schon ausgestorben. An dem Rand haben wir so bedruckte Seitenarme, hier haben wir nochmal die Zähne. Ja, hinten haben wir nochmal ein Gesicht. Und der hat einen Schwanz. Jetzt hat er noch einen, falls er im Staubsauger landet. Kann man auch einfach auf die Beine raufsetzen. So, die nächste Tüte. Wir haben hier eine Frau, die einen Turban trägt. Von der rechten Seite sieht sie so aus. Sie hat hinten noch ein Gesicht. Ein Becher in der Hand und ja, eine Schüssel. Hat eigentlich zwei Schüsseln, aber eine Schüssel auf dem Podest. Kommen wir zur nächsten Tüte. Hier haben wir einmal einen Krokodilkrieger. Ja, er hat ein Schwert in der Hand. Von hinten sieht er so aus. Und wenn wir seinen Kopf abnehmen, erkennen wir, er hat ein Gebiss, welches aus einem Teil besteht. Höchst interessant. Er hat, ja, es besteht auch aus einem Teil, die Haare und, ja, der Kopf, das Gesicht, nur ein Gesicht und hier dein Schild. Ja, die Arme sind auch bedruckt. Frag mich, warum die Leute manchmal eins und manchmal zwei Gesichter haben. Jetzt haben wir hier nochmal den Dino. Jetzt haben wir ein kleines Kind, wie sie auf einem Schaukelpferd sitzt. Das Kind hat auch nur ein Gesicht, wie der Dino. Und das Schaukelpferd, das ist ganz interessant, weil das wirklich schaukeln kann. Den Schaukeltest besteht es. So, genau. Und hier unten ist auch mal ein Stein befestigt, damit es besser steht. Jetzt steht es nämlich auch und kann nicht wackeln. Geht nicht. Und von vorne können wir erkennen, es hat ein Einhorn drauf. Vom Pullover. So, die nächste ist eine, ja, Bogenschützen mit einem Adler. Okay. Sie hat zwei Gesichter, ist alt gekleidet, wie die Ritter früher. Ja, und hat einen Falken oder Adler. Höchstwahrscheinlich ein Falke. Ach, das sind doch dunkler. Jetzt haben wir hier nochmal den Krokodilkrieger. Jetzt haben wir die nochmal. Ich hasse es, wenn man doppelte zieht. So, jetzt haben wir hier einen Alien mit Ersatzteil. Ja, der Alien hat einen Blaster in der Hand. Bestehend aus so Rollbrettern, würde ich sagen. Wie ich es beschreiben sollte. Vorne sieht er so aus, von hinten so. Wenn man den Helm abnimmt, der Helm ist cool, hat er hinten so eine Art, ja, Batterie, Bombe, keine Ahnung. Vorne so ein Kopf. So sieht es natürlich cooler aus. Gefällt mir. In der nächsten Tüte haben wir wieder den Dino. Langsam reicht es mir auch. Jetzt haben wir endlich mal eine neue Figur. Eine Dame, die ein Rüschenkleid trägt. Hier haben wir die Beine. Es ist ein Teil von innen hohl. Ja, Rüschenkleid, erkennt man. Ja, sie hat einen Hund auf der einen Hand und hat zwei Gesichter und eine Hochsteckfrisur. Ja. Kommen wir zur nächsten Tüte. Wieder der Krokodilkrieger. Okay. Die nächste Tüte will nicht.
Muss man nachhelfen? Mal wieder das Mädchen. Okay. Nächste Tüte, wieder die Adlerfrau. Ich zeige jetzt ja auch nicht immer dasselbe Video. Es ist wirklich. Wir haben die so oft doppelt. Jetzt haben wir einen Fußball und wir erkennen eine neue Figur. Eine Schiedsrichterin. Hinten steht Sport drauf. Und ein Gesicht. Zwei Gesichter. Ein bisschen so wie Voldemort. Hinten guckt einer raus. Ja. Und dazu einen Fußball. Das erinnert mich dann so ein bisschen so Tipkick. Kennt ihr das noch? So wie man mit dem Ball spielt und sich gegenseitig zupasst. Ein tolles Spiel. Jetzt haben wir nochmal diesen Alien mit dem Blaster. Ja, hier haben wir nochmal die Übersicht, was wir alles gezogen haben. Wir haben ein paar doppelt. Uns fehlen hier einmal der Astronaut, einmal die Karotte. Fehlt uns hier mit dem Koala. Haben wir doppelt. Und dann fehlt uns da, weiß nicht, Zeitungsjunge, glaube ich. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Tüte. Die ist meine andere Serie. Von der habe ich auch nur zwei. Vorhin erwähnt. Hier haben wir einen Truthahn. Oh, der steht nicht. Ah, jetzt. Er kann leider nichts in der Hand halten. Sehr schade für einen Truthahn. Ich habe auch noch nie einen Truthahn mit einem Kürbis gesehen. Vielleicht ihr. Schreibt es gerne, wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, in die Kommentare. Er hat zwei Gesichter. Und ja, da haben wir es auch schon. Das ist der Schwanz oder das Federkleid. Ein Teil. Gut, haben wir. Kommen wir zur nächsten Tüte. Da haben wir die Fee. Die hat eine Krone, eine weiße. Frag mich, warum weiß. Vielleicht soll das Wilber darstellen. Die Flügel sind auch sehr interessant. Das ist ein Teil. Also das kommt dann da oben rauf. Die Krone gibt es zweimal, falls sie einmal im Staubsauger landet, weil sie so klein ist. Und sie hat dann so ein Kleid, ein Teil. Man kann es theoretisch auch wenden. Einmal das Pinke und einmal das Weiß. Perfekt, haben wir. Oh, jetzt kommen wir noch zu der Sache, die ich euch versprochen habe. Hier haben wir einmal den, ich weiß immer noch nicht, wie der heißt, der vom Lego Marvel einer. Vielleicht wisst ihr das. Der hat zwei Gesichter. So sieht er aus. Ja. Genau. Jetzt haben wir einmal Prinzessin Leia hier noch. Und 8-Bit heißt er, glaube ich. Der hat auch zwei Gesichter. Ich habe jetzt mal alle hier mal aufgereiht. Das sind ganz schön viele. Es war viel Arbeit. Dieses ganze Video war viel Arbeit. Ich habe sehr viel Müll produziert mit den ganzen Tüten. Und habe welche doppelt und dreifach. Ja, vielen Spaß, dass ihr uns zugeschaut habt. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.